Ich glaube, das Schwierigste am Nägel machen ist wirklich, den Aufbau zu modellieren, den Apex auszubauen und das Ganze auch noch schön zu befeilen. Und genau darum geht es heute in diesem Video. Ich habe euch das Ganze auch nicht beschleunigt, sondern in Echtzeit gezeigt, also wirklich jeden einzelnen Schritt. Das war für mich persönlich auch der schwierigste Part am ganzen Nägel machen. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Für den Aufbau heute benutze ich ein sehr standfestes Gel. Erstens finde ich es von der Farbe super gut und zweitens ist die Konsistenz für so eine Länge einfach am besten. Ich starte damit, mir eine Kugel mit dem Gel zu legen und diese Kugel dann ganz leicht und auch langsam in schwebenden Bewegungen in die Seiten, ja, zu drücken, könnte man sagen. Wichtig ist hierbei, den Pinsel niemals irgendwie auf dem Nagel ablegen, sondern immer nur schwebend im Gel zu bleiben und auch nicht zu schnell zu arbeiten. Also lasst euch ruhig Zeit damit, das könnt ihr auch mit so einem standfesten Gel. Ich achte erstmal darauf, dass der gesamte Naturnagel bedeckt ist, das heißt auch die Seiten. Hier seht ihr das auch nochmal in der anderen Seite. Da drücke ich das ganz leicht in die Seite rein und schiebe mir dann das restliche Gel einfach nach vorne in die Verlängerung. Um die kümmern wir uns nämlich gleich erst. Ich finde, mit dem großen Pinsel komme ich immer nicht ganz so super in die Ecken. Ich benutze dann immer einen Feinliner-Pinsel und schiebe mir da nochmal etwas Produkt hin, da wo es halt eben am Ende fehlt. Hier gibt es am Ende auch kein richtig oder falsch, wie man zum Ziel kommt. Also ob ihr jetzt einen dünnen Pinsel benutzt, einen besonders großen und es mit einer Schicht schafft oder mit erst drei Schichten, ist total egal. Hauptsache am Ende die Statik stimmt, der Nagel ist gesund und das Ganze hält und sieht gut aus. Nun nehme ich mir eine zweite Kugel und jetzt kümmere ich mich um die Längen des Nagels. Hier drücke ich das Gel nicht mehr vorsichtig in die Ränder, sondern ich schiebe das Ganze in einer Zickzackbewegung oder in langen Bewegungen hin und her. Hierbei kann man darauf achten, dass der Pinsel auch seitlich gehalten wird. So habe ich, wie ich finde, viel bessere Kontrolle darüber, wohin und wie viel Produkt ich verteile. Wenn ihr das Gefühl habt, okay, der ganze Nagel ist gleichmäßig bedeckt, schaut euch das Ganze auch unbedingt von der Seite an, um zu gucken, ob der Apex auch ausgebaut wurde und zieht euch Produkt nach, falls ihr es braucht. Nun kommt auch schon für die meisten am Anfang das nervigste Thema, das Befeilen. Ich starte immer erstmal, egal welche Form ich habe, damit die Form wiederherzustellen und auch die Basislinie wieder schön gerade zu feilen. Nun können wir auch schon damit anfangen, die Modellage komplett glatt zu feilen. Und zwar fange ich erstmal in der Seite an. Ich mache das Ganze mit 180 Grit. Wenn ihr euch schon etwas sicherer beim Thema Befeilen fühlt, dann könnt ihr natürlich 100 Grit nehmen, aber da läuft man eben Gefahr, dass man aus Versehen etwas zu viel wegfeilt. Feile so lange, bis die Seite wirklich glatt ist. Wenn man so wahnsinnig viel an Nägeln rumfeilt, dann entsteht wahnsinnig viel Staub. Mein neues Helferlein zu Hause, so wie bei der Arbeit, heißt Eva. Eva ist ein Staub- und Wischroboter, das heißt, sie kann staubsaugen und wischen gleichzeitig. Bei Eva muss man sich wirklich um gar nichts mehr selbst kümmern. Eva ist eine Independent Woman, sie macht wirklich alles selbst. Sie findet zurück zur Basisstation ganz von selbst. Sie lädt sich komplett selbst auf. Sie entleert sich komplett selbst, das heißt, den Staub, den sie eingesammelt hat, entleert sie dann selbst an der Basisstation. Sie merkt auch, wenn der Wischmopp dreckig ist, sie fährt selbst an die Ladestation und spült diesen einmal aus. In der App kann man auch noch einstellen, wie oft der Wischmopp ausgespült werden soll, also alle 6, alle 9 oder alle 12 Minuten. Man muss nicht mal zu Hause sein, um zu kontrollieren, ob Eva wirklich fleißig ist. Man kann das Ganze von einer App aus steuern und das auch von unterwegs aus. Ich habe euch einmal den ganzen Nagelstaub aus meiner Absaugung auf den Boden gehauen, damit ihr einmal gucken könnt, wie Eva das Ganze sauber macht. Eva hat auch ganz verschiedene Stufen, so dass man einstellen kann, ob sie gerade nur wischen soll oder einfach nur staubsaugen oder beides gleichzeitig tun soll. Und die gute Eva findet ihr bei mir in der Beschreibung, direkt der erste Link. Machen wir weiter mit dem Video. Ich feile so lange auf einer Stelle, bis alle glänzenden Stellen wirklich weg sind. Selbst wenn es irgendwo noch die kleinste glänzende Stelle gibt, das zeige ich euch gleich nochmal ein bisschen näher, denn das ist genau da, wo ein kleiner Hügel, eine kleine Kuhle entsteht und dann sitzt das ganze Design, die Farbe oder was auch immer da drauf kommt, nicht schön glatt auf dem Nagel. Je standfester das Gel ist, was man benutzt hat, desto mehr Ecken hat man am Ende natürlich wegzufeilen, aber mit einem etwas flüssigeren Gel oder mit Honigeffekt läuft das Ganze gerne mal in die Ränder und das stört mich persönlich um einiges mehr als das Befeilen am Ende. Vergesst nicht, alles schön rund zu feilen. Der Nagel soll am Ende nicht eckig sein, sondern eine schöne Rundung haben. Entstaubt den Nagel zwischendrin auch unbedingt, damit ihr sehen könnt, wo ihr noch glänzende Stellen habt. Jetzt begebe ich mich hier langsam in Richtung der Seiten, in Richtung Naturnagel. Also ich feile sozusagen am Nagelwall ein bisschen lang. Gerade hier an der Stelle läuft man ein bisschen Gefahr, dass man entweder zu wenig Material wegnimmt, das Ganze zu bauchig bleibt, oder man nimmt zu viel weg und der Nagel bekommt in den Seiten Risse.
Passt auch darauf auf, dass ihr euch den Apex nicht wieder runterfeilt und ihr einfach einen glatten Nagel habt. Hier zeige ich euch dann einmal, was ich damit meine, wenn ihr noch glänzende Stellen habt. Also all diese glänzenden Stellen, die ihr hier gerade noch am Nagel seht, die müssen weg und ich feile auch wirklich so lange, bis diese Stelle weg ist. Dann erst dann kann ich sicher gehen, genau da wird keine Kuhle entstehen. Macht euch auch keine Sorgen, wenn dieser ganze Prozess etwas länger dauert. Auch bei mir dauert das Befeilen gerne mal 20 Minuten und ich mache das täglich und mache das schon einige Jahre. Deswegen gerade am Anfang, lasst euch Zeit bei dem Befeilen. Wenn dann immer noch so ein paar kleine fiese Stellen bleiben, dann nehme ich mir die Feile und konzentriere mich wirklich extrem auf diese paar Stellen. Ihr seht, dass ich mit dem Zeigefinger auf der Feile Druck ausübe oder auf die Feile Druck ausübe, um wirklich die eine Stelle zu erwischen und sie runterzufeilen. Falls die Dellen wirklich zu tief sind, nehmt euch etwas Gel und schmeißt das da wieder rauf, lasst es aushärten und feilt es wieder glatt. Manchmal hilft nichts anderes und die Delle ist wirklich zu tief. Schaut euch den Nagel auch von vorne an, denn hier seht ihr einmal, dass meiner so eine leichte Neigung nach rechts hatte. Also muss ich hier rechts noch etwas mehr wegnehmen. Und das war auch schon der ganze Spuk. Ich zeige euch das Ganze auch nochmal an meinem Zeigefinger. Ich starte einmal ganz normal wieder, wie bei meinem Daumen auch, die Form wiederherstellen und auch die Basislinie. Dieses Mal mache ich das etwas anders. Das kann man so gut wie mit jeder Form eigentlich machen, am besten mit dem Stiletto. Und zwar halte ich mir die Feile jetzt gleich nicht horizontal, sondern senkrecht zum Nagel hin. Ich finde persönlich, so geht das etwas schneller, gerade wenn man sich selbst die Nägel befeilt, aber das müsst ihr einmal selber ausprobieren, ob das bei euch wirklich so gut funktioniert. Also wie ihr sehen könnt, feile ich nicht mehr hin und her zur Seite, sondern nach oben und nach unten. Aus der Perspektive sieht man das wunderbar. Aber auch hier gilt, es gibt nicht wirklich einen Geheimtrick oder einen Geheimtipp, den man Anfängern geben kann, damit dieser Schritt irgendwie besser funktioniert. Das ist wirklich Übungssache, das muss man ein paar Mal gemacht haben und irgendwann, versprochen, klappt das auch. Und hier seht ihr auch schon, dass ich das freie Ende so gut wie fertig habe. Also das ging wirklich in ein paar wenigen Sekunden. Achtet darauf, dass ihr euch den Stiletto auch nicht zu bauchig feilt, also dass die Seiten auch wirklich gerade spitz zulaufen und keine Rundung drin haben. Sobald ihr dann in Richtung Nagelhaut feilt, weil genau da ist dann auch am Ende das größte Problem, Farbe ordentlich aufzutragen, muss man hier wirklich aufpassen. Man könnte die Nagelhaut verletzen, deswegen müsst ihr die Feile vorab entschärfen. Feilt hier bitte nur mit der 180 Grit Seite und ich habe eine Halbmondfeile und da feile ich auch mit dem runden Ende. Wenn ihr dann sehr nah an der Nagelhaut feilt, also wirklich da sehr, sehr flach feilen, damit ihr keine Stufe am Ende habt, müsst ihr die Feile auch in einem Winkel halten. Es bringt nicht ganz so viel, die Feile immer noch gerade zu halten. Ihr feilt euch so nur die ganze Zeit den Apex weg. Ich hatte am Anfang auch total Angst in der Region, da irgendwie großartig rumzufallen, weil ich das Gefühl hatte, ich verletze mich selbst oder meine Kundinnen total, wenn ich da zu aggressiv bin. Aber da muss man gar nicht so vorsichtig vorgehen. Man muss einfach nur wissen, wo man richtig feilt, in welchem Winkel man die Feile hält, so dass man die Kundin oder sich selbst am Ende gar nicht erst verletzen kann. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was für euch persönlich der schwierigste Teil beim Befeilen der Modellage ist. Ich glaube, es ist wirklich die Partie der Nagelhaut, aber vielleicht ist das ja was ganz anderes, was euch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet oder einfach nicht klappen will. Dann kann ich nochmal ein gesondertes Video genau zu diesem einen Step machen. Ich schaue mir hier wieder den Nagel von allen möglichen Perspektiven an, so dass ich weiß, dass alles wirklich da sitzt, wo es sein soll. Das Ganze natürlich wieder entstauben. Und dann zeige ich euch das wirklich im super Schnellformat einmal an meinem Mittelfinger. Hier habe ich ein etwas anderes Gel verwendet. Das ist kein super standfestes Gel mehr gewesen. Das war eins mit einem, ich glaube, Honigeffekt. Nein, das war eine Rubber Base. So war das. Das heißt, der Nagel bzw. die Modellage saß schon relativ glatt, also nicht mehr so ganz kantig wie bei einem standfesten Gel. Und hier seht ihr auch, dass das Ganze sehr viel schneller funktioniert. Also entweder man hat den Struggle damit, dass sich das Gel überall hin verteilt und läuft und in die Ränder läuft, oder man hat es am Ende dann mit dem Befeilen. Also ich bin eher ein Fan von sehr standfesten Gelen. Aber das kann man für sich selbst dann rausfinden. Übrigens, ich mag das überhaupt nicht, wenn mein Stiletto zu scharf ist. Ich entschärfe den vorher immer ein bisschen. Ich weiß, was für eine Sünde, aber ich ruiniere mir so viel Kleidung damit jedes Mal, weil ich die durchsteche. Also lieber so als noch mehr kaputte Kleidung. Das mit dem Auffüllen mit einer Rubberbase habe ich ein paar Mal an mir getestet. Einfach nur, um zu gucken, ob das bei mir vielleicht beim Auffüllen besser hält. Ich kann jetzt schon mal spoilern. Leider reißen die Seiten der Nägel ein, wie schon
wie ich es mir schon hätte denken können, aber ich wollte es einfach mal wissen, wenn man mit einer Rubberbase auffüllt, ob das dann hält. Nein, hat es leider nicht. Jedenfalls bei so einer Länge geht das nicht mehr. Durch das ganze Staubige möchte man zwischendrin auch mal abcleanern. Macht das bitte nicht. Auf einem feuchten Nagel seht ihr die glänzenden Stellen nicht mehr. Also staubt bitte wirklich immer nur zwischendrin ab. So, das war's schon mit dem ganzen Video. Das war schon der ganze Hokuspokus dahinter. Ich hoffe, ich konnte irgendjemandem mit meinen Tipps heute etwas weiterhelfen. Falls ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, bitte immer in die Kommentare. Ihr wisst, es ist mir egal, was ihr in die Kommentare schreibt. Hauptsache, ich schreibe was in die Kommentare. Ich freue mich immer, von euch zu lesen. Abonniert sehr gerne diesen Kanal, falls ihr noch mehr Nagelvideos sehen möchtet. Oder falls ihr Videowünsche habt, schreibt mir die auch mal gerne in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem, wie es dir gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten wieder. Bye, bye!